Es ist Erntezeit auf dem Hunsrück. In der vom Sohn Wald und den Rheinhöhen eingeschlossenen Landschaft, wo in einer flachen Hochmulde das Dorf Ellern liegt, hat sie Mitte August begonnen. Nur die Felder in feuchteren Hanglagen warten noch auf den Schnitt. Dieser Bauer kommt nach Feierabend heraus, um nachzusehen, wann er mit der Mahd beginnen kann. Die vereinzelten Apfelbäume im Acker erinnern an das alte Flurbild. Zuerst wird die Frucht unter der Baumkrone geprüft, wo sie am spätesten reift. Durch Befühlen der Ähren lässt sich feststellen, wie weit sie schon trocken sind. Bei der Reifeprobe werden auch einzelne Körner ausgeklaubt. Wenn sie so hart sind, dass sie dem Druck der Daumennägel widerstehen, oder wenn sie sich gar brechen lassen, ist das Getreide schnittreif. Der Erntestrauß, den der Bauer ausreißt, um ihn heimzutragen, ist das übliche Zeichen für den Erntebeginn. Er enthält Roggen- und Weizenähren. Als Brotgetreide wird nämlich Mangfrucht angebaut, ein Gemenge aus diesen beiden Getreidesorten. Im Dorf, wo an den Abenden zur Erntezeit überall die Sensen geschärft werden, gehen schon die Dengelhämmer. Auf dem Hof erwartet man die Rückkehr des Bauern. Die Scheune, in der die Ernte geborgen wird, und die Stallungen bilden den rückwärtigen Trakt, der zusammen mit dem rechtwinklig zur Straße vorspringenden Wohnhaus den offenen Hofplatz umschließt. Ehe der Erntebeginn endgültig festgelegt wird, begutachtet auch die Bäuerin die Frucht. Ist ja gut, wenn wir neu abmachen. Ja, dann ist gut, dann fangen wir neu an. Früher war es Brauch, den Erntestrauß in der Stube am Kruzifix oder am Hochzeitsbild aufzustecken. Die Sense, die gewöhnlich ihren Platz an der Tennenwand hat, muss nun auch hier für morgen hergerichtet werden. Herkömmliches Mähgerät ist das Reff. So benannt nach dem korbartigen Gestell hinter dem Sensenblatt. Der im Holzklotz steckende Dengelamboss verjüngt sich oben zu einer kaum fingerbreiten Auflage. Auf dieser schmalen Fläche wird beim Dengeln das Sensenblatt, von den Oberschenkeln beiderseits unterstützt, an der Schneide langsam hinweggeführt und mit der platten Seite des Dengelhammers gleichmäßig geklopft. Man dengelt in drei Arbeitsgängen. Treibschläge sollen zunächst den Dangel an der Vorderkante des Blattes vortreiben. Dann wird die kaum sichtbare Verdickung längs der Schneide plattgeschlagen, sodass ein feiner Stahlgrat entsteht. Erst beim dritten Durchgang wird der Dangel vollends ausgedünnt und schnittfertig gemacht. Bei der Schärfeprobe muss sich die Schneide elastisch auf dem Daumennagel wellen lassen. Dann ist sie so dünn, dass sie ein halbes Tagewerk lang scharf bleibt. Die letzten Vorbereitungen gelten der Tenne.
die für das Einbringen der Erntefuhren hergerichtet wird. Emma, komm mal raus und mach mal ein bisschen sauer. Soll ich die Besen drehen? Ah, ja. Welche willst du dann? Also meinem Krieger. Das ist ein bisschen länger. Die waren sauer, Mann. Pass auf. Oh, ja. Das Pulver müssen wir auch noch raus, du. Ja, oder? Nicht heute, ich komme. Ah, da kommt die Leute schon. Ja. Ah, da kannst du mal helfen, raus tun. Ja. Das ist immer so schwer. Ja. Mit dem schweren Ding. Wenn nach dem Säubern der Gerüstbalken und Wände und nach dem Blankfegen des Lehmestrichs das sperrige Jauchefass weggeräumt ist, sind die wichtigsten Vorkehrungen getroffen. Der Erntetag beginnt, wenn auf den Feldern der Morgentau abgetrocknet ist. Hier eine vollzählige Mähgruppe. Zwei Gebundstrohseile von dem im Winter hergestellten Vorrat liegen bereit. Um das alte Stroh für das Garbenbinden geschmeidig zu machen, werden die Seile genetzt. Der Wetzsteinbehälter, Schlotterfass genannt, wird mit Wasser gefüllt. Die Seile, von denen jeder Schnitter ein Gebund auf den Sensenwarf steckt und hinausträgt, müssen bis zur Mittagspause reichen. Dann kehrt man zum Essen auf den Hof zurück. So wie hier kann man die Mähgruppen zur Erntezeit jeden Morgen und Mittag durchs Dorf gehen sehen. Jedem Schnitter sind zum Aufnehmen und Binden der gemähten Frucht zwei Frauen beigegeben. Sie tragen Sicheln und den Frühstückskorb mit. Auf dem Feld machen sich die Binderinnen fertig zur Arbeit. Sie ziehen die Feldschürze über die Hausschürze und legen Armschoner an, die vor Disteln schützen sollen. Sie sind aus den Ärmeln alter Kleider gemacht. Angemäht wird stets in einer Ecke des Feldes. Und zwar so, dass die nach einer Seite neigenden Halme mit der Sense von hinten erfasst werden können. Darum verlaufen die ersten Mähstreifen oder Maden diagonal von der Längsseite am Weg zur Querseite des Feldes. Die ersten Mähstreifen, die der Vormäher schneidet, sind noch kurz. Vor jedem neuen Anfang wird zunächst der Wegreihen sorgfältig ausgemäht. Dann erst geht es im nächsten Mähstreifen vorwärts. Während des Anmähens wartet die zweite Erntegruppe auf ihren Einsatz. Er erfolgt, sobald der Mähstreifen eine Länge von etwa 10 Metern gewonnen hat. In diesem Abstand, den man beizubehalten sucht, folgt diese Gruppe der ersten.
Wenn der Vormäher das Ende seiner Made erreicht hat und sich für die nächste an den Anfang zurückwendet, ist der andere in seinem Streifen fast bis zur Mitte gelangt. Bis der zweite Schnitter unten ankommt, hat sich hinter ihm der Vormäher wieder bis zur Hälfte vorgearbeitet. Dann wechselt auch der zweite zum Wegrain zurück, um den nächsten Streifen zu beginnen. Die Binderinnen, die bei dieser Einteilung genügend Platz zum Aufnehmen und Ablegen finden, folgen ihren Schnittern von Mähgang zu Mähgang. Um die Sensen scharf zu halten, werden sie am Anfang der Mähstreifen gewetzt. Die Sicheln der Binderinnen dienen nur als Greifwerkzeuge. Selbst die verlorenen Halme in den Stoppeln lassen sich damit aufnehmen. Im Mähstreifen bewegen sich die Schnitter halb einwärts gewandt im rhythmischen Wechsel von Doppelschritten und Sensenhieben vorwärts. Es wird an die stehende Frucht herangemäht. Dabei fallen die geschnittenen Halme ins Reck. Am Ende des Sensenschwungs werden sie mit einem leichten Ruck ausgeworfen, sodass sie sich den Mähsaum entlang lose an die stehenden Halme anlehnen. Hier wird die Frucht von den Binderinnen aufgenommen, die sich beim Zusammenraffen rückwärts bewegen. Zwei Armvoll Halme, die man Klecken nennt, ergeben jeweils eine Garbe. Zunächst wird eins der vorbereiteten Strohseile für eine neue Garbe zurechtgelegt. Eine Binderin bringt schon die erste Klecke, während die andere mit Hilfe der Sichel das Aufnehmen der zweiten begonnen hat. Durch einen Tritt werden einzelne ungeschnittene Halme losgerissen. Die zweite Klecke ergänzt die erste zur vollen Garbe, die nun gebunden werden kann. So arbeiten die Frauen in der Mähgruppe Hand in Hand. Wer zum Ablegen oder Binden geht, räumt der anderen den Platz für das Aufnehmen. Die Arme, die die aufgeraffte Frucht umgreifen, geben das Maß für die Klecken. So werden alle Gaben annähernd gleich schwer. Mit den Ähren in Mäherichtung zeigend, liegen sie in langen Reihen neben den Maden. An ihrer Zahl erkennt man, wie weit die Arbeit fortgeschritten ist. Die nächste Made berührt eine Stelle, an der sich das Getreide gelegt hat. Mähen und Aufnehmen erfordern hier besondere Sorgfalt. Um mit der Sense unter den liegenden Halmen hinwegschneiden zu können, wendet sich der Schnitter fast ganz nach innen, sodass er im Mähstreifen seitlich vorwärts schreiten muss. Die geschnittene Frucht, die vom Reff nicht erfasst werden kann, bleibt am Boden liegen. Die liegenden Halme werden mit der Sichelkrümmung aufgehoben und in den Arm gerafft. Wenn die Erntearbeiten gut von der Hand gehen, kommt es vor, dass die mitgebrachten Strohseile nicht ausreichen. Dadurch wird die Tätigkeit der Mähgruppen keineswegs beeinträchtigt. Bei guter Witterung wird vormittags allgemein bis 11 Uhr abgemacht. Man knüpft aus der geschnittenen Frucht zusätzliche Bindeseile.
Sie unterscheiden sich von den vorgefertigten durch die im Knoten abstehenden Halmenden mit den vollen Ähren. So kann der Mähbetrieb mit den einander folgenden und ständig von unten nach oben wechselnden Erntegruppen ungestört weitergehen. Die an diesem halben Arbeitstag geschnittene Frucht ergibt so viel Gaben, dass man damit eine ganze Erntefuhre laden könnte. Sie müssen aufgestellt werden, noch bevor es zum Mittagessen heimgeht. Zunächst aber wird Frühstück gehalten. Dazu richtet man am Anfang des Feldes, wo man nachher mit dem Gabenaufstellen beginnt, einen windgeschützten Sitzplatz her. Zum Kaffee, den man früher in einer rollstrumpfüberzogenen Flasche warm hielt, gibt es Fleischwurstbrote. Auch Wein darf bei der Ernte nicht fehlen, der den alten Apfeltrank abgelöst hat. Eben aufgestellt, ne? Wir aufstellen. Erst trinken wir Kaffee und dann stellen wir uns. Ja, du denkst, wir müssen einen Kaffee trinken. Ja. Gut gelebt, denkt mir unsere Ernte denkt immer an die Arbeit. Beim Kastenmachen oder Garbenaufstellen nach der Pause bleiben die Erntegruppen beisammen. Die Frucht muss vollends austrocknen, bevor sie in die Scheune gebracht werden kann. Darum werden die Gabenstände so angelegt, dass sie dem Wind ausgesetzt, aber vor Regen geschützt sind. Zu jedem Kasten gehören 10 Garben. An die Standgarbe in der Mitte werden zunächst 4 weitere kreuzweise einander gegenüber angelehnt. Sie geben dem halbfertigen Haufen Halt und lassen schon seine Form erkennen. Die nächsten 4 Gaben kommen in die verbliebenen Lücken und verbreitern den Fuß. Das Ganze gewinnt so die Gestalt eines Kegels, an dessen Spitze die Ähren dicht übereinander liegen. Die 10. und letzte Gabe wird als Hut übergestülpt. Mit dem ringsum sorgfältig verteilten Stroh deckt sie die Ährenenden regensicher ab. In den genau ausgerichteten Kastenreihen, die sich bei weiterem Fortgang der Ernte über das ganze Feld ausdehnen, bleibt die Frucht ungefähr eine Woche stehen. Seit dem Beginn der Ernte ist nun eine Woche vergangen. Der Erntewagen wird mit dem großen Rechen, den man hier Hans nennt, dem Wiesbaum, dem zusammengelegten Warntuch und der Ladegabel für die Ausfahrt vorbereitet. Zum Schluss wird die Winde gebracht, eine haspelartige Rolle mit Seil, die man hinten zwischen den Leitern drehbar einhängt. Man braucht sie in Verbindung mit dem Wiesbaum, um die Ladung zu sichern. Haben wir
alles drauf? Ja, ich denke. Die Windläufe sind ja auch dran. Ja, nun, schön lang am Fenster. Ja, streh ein bisschen auf. Außer dem Bauern und der Bäuerin fährt eine Helferin mit. Meist sind auch Kinder dabei, für die das Gabenladen auf dem Feld und die Heimfahrt auf dem Erntewagen eine besondere Attraktion ist. Damit der volle Wagen nachher möglichst wenig Steigung zu überwinden hat, beginnt man hier mit dem Aufladen an der tiefsten Stelle des Feldes. Der Wagen wird daher an den Anfang der untersten Kastenreihe gefahren, wo man zuerst das Gerät herunterholt. Der Wiesbaum wird hinten angehängt, sodass er bei der Fahrt von Kasten zu Kasten nachschleifen kann. Die Helferin hat den Hans übernommen, um die liegengebliebenen Halme abzurechen. Auf dem Wagen bleibt nur das Warntuch, das zwischen den Leitern ausgebreitet und an Schlaufen aufgehängt wird. Es muss die Bodendielen und Seiten vollständig bedecken. Früher nahm man hierzu keine Zeltplane, sondern selbstgewebtes, in Bahnen zusammengenähtes Sackleinen. Vom richtigen Beladen hängt es ab, ob die hohe Erntefuhre auf dem Heimweg zusammenhält. Zuerst wird der verhältnismäßig schmale Raum zwischen den Leitern mit längs gelegten Garben ausgefüllt. Er fasst 30 Garben, das sind 3 Kästen. Die Stürze oder Stoppelenden zeigen vorne und hinten nach außen. Wenn ein Garbenhaufen hochgereicht ist, zieht der Wagen an der Reihe entlang zum nächsten vor. Da die Ähren in dem vom Warntuch umkleideten Wagenaufbau lagern, können keine Körner verloren gehen. Selbst wenn sie beim Laden ausgetreten werden. Ist der Wagen bis in Leiterhöhe vollgepackt, wird mit der ersten Querlage begonnen. Die Garben, die nun zu einer Doppelreihe gelegt werden, ragen mit ihren Stürzen rechts und links über die Leitern hinaus und überdecken sich in der Wagenmitte mit den Ähren. Die Eckgarben werden besonders gesichert, indem man einen Halmstrang rechtwinklig abspreizt und diesen mit der darübergelegten vorletzten Garbe festlegt. Das lose Rechenstroh kommt in die Mitte, um die tiefer liegende Bahn über den Ähren aufzufüllen. Die nun vollendete erste Querlage, die 24 Garben zählt, bildet die Grundfläche für alle weiteren Lagen. Sie werden in gleicher Weise geladen. Wenn es in großem Bogen in die obere Kastenreihe geht, macht der Ritt auf dem nachschleifenden Wiesbaum besondere Freude. Um das Rechenstroh zum Aufladen bereitzulegen, wird es an einen Kastenfuß herangescharrt und dort ausgestreift.
Allmählich ist die Ladung in die Höhe gewachsen. Die vorstehenden Gabenenden liegen mit den Seilen links und rechts genau über dem Leiterholm. So ist es möglich, die Erntefuhre Lage um Lage rechteckig aufzubauen. Obwohl das Anreichen schwieriger wird, wenn der Wagen oberhalb der Kastenreihe steht, wechselt er am Ende herüber, damit er den Weg mit der vollen Ladung besser erreicht. Das Gabenannehmen in der obersten von insgesamt 8 Lagen ist nicht ungefährlich. Sie erreicht immerhin eine Höhe von ungefähr 4 Metern. Für die Heimfahrt muss die Ladung, die aus 250 Gaben besteht, auf dem Wagen angebunden werden. Dazu wird der Wiesbaum hinaufgehoben und längs durch die Mitte gebettet. Vorne legt man ihn mit einer von den Leiterenden heraufreichenden Kette fest. Und hinten wird das vorerst noch lose Seil der Winde über das Ende geschoben. Wenn man nun das Seil mit Hilfe der Windenlöffel stramm aufhaspelt, spannt sich der Wiesbaum oben so fest, dass die Ladung unverrückbaren Halt gewinnt. Die Löffel in den Haspellöchern verhindern ein Loslösen. Nun können die Gaben auf der Fahrt über den holprigen Feldweg nicht mehr herunterstürzen. Während der Bauer seine Fahrkühe mit der Geißel leitet, geht die Helferin hinter dem Wagen, um die Bremse zu bedienen. Der herkömmliche Platz für das Brotgetreide in der Scheune ist das Gerüst. Es erstreckt sich von der Balkenlage über der Tenne bis unter die Dachsparren und wird auf der einen Seite vom Heustock, auf der anderen vom Bergeraum für das Futtergetreide begrenzt. Wenn der Wagen in die Scheune eingefahren und auf der Tenne abgestellt ist, befindet er sich also unmittelbar unter dem Gerüst, auf das nun die Gaben hinaufgeschafft werden müssen. Mach vor die Kette auf. Man erreicht den Lagerraum über die Gerüstleiter, die am Heustock senkrecht hinaufführt.
Hier beginnen die beiden Frauen mit dem Aufsetzen. Während die eine die vom Wagen her mit der Ladegabel hochgereichten Gaben an der Gerüstluke annimmt, sorgt die Bäuerin für das Legen. Sie beginnt damit hinten in der Dachschräge. In dem beschränkten Raum müssen die Gaben platzsparend untergebracht und lagenweise bis unter das Dach geschichtet werden. In alten Scheunen wie dieser hat der Bergeraum für das Brotgetreide nur Platz für 2 bis 3 Wagenladungen. Hier konnte man schon lange vor 1900 die wachsenden Ernteerträge nicht mehr ganz unterbringen. Dieser Umstand führte vielfach dazu, dass man mit dem Dreschen gleich nach dem Einbringen der ersten Gabenfuhren beginnt, um so Platz für die letzten Wagen zu schaffen. Im Wandtuch auf dem leeren Wagen haben sich die heruntergefallenen Körner, Ähren und Halme gesammelt. Der Inhalt, den man als Röpsel bezeichnet, kann ein Viertel Simmer, das ist etwa 7 Pfund Frucht, ergeben. Das Wandtuch wird aus seiner Aufhängung gelöst und zunächst auf die Tenne geworfen. Das herausgeschüttelte Röpsel wird in einer Tennenecke zusammengefegt und bis zum Dreschen aufbewahrt. Diesem Erntewagen werden in den nächsten Tagen die übrigen folgen, bis am Schluss der Ernte die ganze Frucht in der Scheune geborgen ist.